Hallo und willkommen bei Outwell und zu einem Film mit den Eigenschaften und Merkmalen zu unserem ganz neuen Springville 6 SA aus der Superior Air Kollektion. Diese Kollektion beinhaltet natürlich verschiedene große Familienzelte, die komplett aufblasbar sind. Bei unserem Springville hier haben wir eine kleine Besonderheit. Der vordere Bereich des Zeltes, also der Zeltanbau, das Vordach, das wird nochmal zusätzlich mit einer Stahlstange versehen, sodass wir hier vorne nochmal wirklich einen sehr, sehr schönen Zug auf das Zelt bekommen. Ganz wichtig ist, wir haben hier eine Polyesterbasis des Außenzeltes. Dieses Polyestermaterial ist viermal stärker als herkömmliches Material und mit einem Doppel-Ripstop versehen. Das ist neu für 2022 und das können wir uns auch gleich nochmal von innen etwas besser anschauen. Das Zelt ist wie gesagt komplett aufblasbar, die Pumpe ist im Lieferumfang enthalten und wird natürlich mitgeliefert. Somit kann ich also wirklich ein Zelt in dieser Größe ohne Probleme sehr, sehr schnell aufbauen, indem ich das Zelt aus dem Packsack nehme, mache die Eckpunkte des Zeltes fest und fange dann an aufzupumpen und kann dann wirklich nur noch die Stahlstange vorne befestigen. Man sieht, wir haben wirklich eine enorm große Front, ein wirklich schönes Fenster bzw. Moskitonetze im vorderen Bereich, sodass ich also wirklich einen sehr, sehr schönen Blick nach außen habe. Rings um das Zelt sind diverse Fenster versehen, unsere Tinted Windows, die natürlich den Vorteil haben, dass ich sehr schön nach außen gucken kann, aber von außen kann man nicht so schnell nach innen gucken, sodass man also wirklich nochmal eine schöne Privatsphäre einfach hat. Die erste Tür, und das ist sicherlich sehr besonders bei diesem Modell und auch bei den zwei weiteren Springvilles, die es noch in der Kollektion gibt, ist schon eine Quick-and-Quiet-Tür. Das heißt, ich kann hier in mein Zelt reingehen, ganz ohne, dass ich einen Reißverschluss verwenden muss. Und zwar haben wir hier einfach zwei Magnetstreifen eingearbeitet, die also ganz einfach auseinanderziehen zu sind und wieder verschließen. Somit kann ich also wirklich sehr, sehr leise rein und rausgehen und natürlich auch einfach deutlich schneller, weil ich da keinen Reißverschluss suchen muss und schauen muss, wie komme ich aus dem Zelt rein und oder raus. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen uns das Zelt von innen an. Im inneren Bereich, und damit möchte ich gerne anfangen, unserer Superior Air Kollektion sieht man zusätzlich einfach nochmal Luftschläuche. Das heißt, wir pumpen parallel die Luftschläuche des eigentlichen Zeltes auf und dann haben wir einzeln im Lieferumfang enthalten weitere Schläuche. Hier bei diesem Zeltmodell sind das drei zusätzliche. Die sorgen natürlich dafür, dass das Zelt richtig schön unter Spannung steht, sehr, sehr robust steht. Das ist natürlich gerade bei widrigen Bedingungen, Sturm, enorm wichtig. Wenn diese Luftschläuche im Inneren unterschiedliche Längen haben, kann man wirklich einfach schauen, da sind kleinere Farbkodierungen drauf, sodass ich ganz einfach weiß, wo muss denn welcher Luftschlauch einfach hin. Die pumpe ich dann einzeln auf und hänge diese einfach hier wieder in das Zelt rein, sodass ich hier wirklich sehr, sehr schön Spannung aufbauen kann. Ich stehe hier gerade einmal vor einer Seitentür. Das Zelt hat komplett zwei davon sozusagen. Das heißt, auf jeder Seite befindet sich eine Tür. Diese ist auch nochmal zusätzlich mit einem Moskitonetz versehen. Das heißt, gerade in Verbindung mit der großen Fronttür kann ich also hier wirklich A für viel Luft sorgen und aber ich kann mich sehr, sehr gut aufstellen im Zelt. Das heißt, wo stelle ich meinen Tisch hin, wo stelle ich Stühle ab, wo kommt mein Campingschrank hin. Durch viele Türen kann ich das einfach sehr, sehr gut organisieren, wo ich da hin möchte. Hier kann man jetzt hoffentlich ganz gut im Bild mal sehen, diese kleinen Vierecke, die man hier überall erkennen kann. Das ist also das Doppel-Ripstop-Material. Das heißt, das sorgt dafür, dass wir hier wirklich ein so robustes Zeltmaterial bekommen, was so strapazierfähig ist und gerade für den langen und dauerhaften Gebrauch wirklich absolut zu empfehlen ist. Unser Hook-Track-System, was man mittlerweile vielleicht auch kennt, das heißt unsere kleinen Kederprofile, die wir hier überall befestigt haben, sind natürlich auch hier eingesetzt. In Verbindung mit den kleinen Haken, die erstmal im Lieferumfang enthalten sind, sorgt es natürlich dafür, dass ich wirklich eine Lampe, eine Laterne perfekt da platzieren kann, wo auch immer ich das möchte, indem ich einfach diese kleinen Haken bewege. Möchte ich mal ein Handtuch aufhängen etc. Alles völlig egal, das kann ich alles so machen, wie ich es für richtig halte. Bevor wir zur Schlafkabine kommen, ein wichtiger Punkt, und das ist natürlich beim Zelt auch immer der Zeltboden. Das heißt, hier sehen wir einmal unseren eigentlichen Zeltboden. Der hat eine Wassersäule von 10.000 mm. Der ist natürlich mit dem Außenzelt komplett verbunden. Das heißt,
Wir haben hier gerade bei schlechtem Wetter den großen Vorteil, dass ich das Zelt einmal komplett verschließen kann und somit kann mir kein Wasser gerade in den Wohninnenraum gelangen, dass ich wirklich hier mit trockenen Füßen am Campingtisch auch sitzen kann. Die Schlafkabine im hinteren Bereich ist erstmal sehr besonders, weil sie 2,30 Meter lang ist. Das heißt, wir haben eine außergewöhnlich lange Schlafkabine. Das ist jetzt nicht nur für größere Personen wichtig, sondern gerade dann entscheidend, wenn ich Feldbetten habe, höhere Luftbetten habe, damit ich wirklich hier einfach ein bisschen mehr Kopf- oder Beinfreiheit dann einfach habe und nicht zu schnell an die Schlafkabine stoße. Die Schlafkabine ist eine große Kabine, die ich in zwei, beziehungsweise Entschuldigung, die ich zweimal abteilen kann. Somit habe ich dann drei Räume. Das heißt, ich habe einmal hier einen Raum. Hier kann man schon mal eine Trennwand einfach sehen, die wir jetzt hier gerade geschlossen haben. Und dann habe ich das Ganze noch zweimal. Was wir natürlich hier auch haben, ist unsere Quick and Quiet Tür. Das heißt, auch hier wieder unsere Magnete eingearbeitet, sodass ich wirklich gerade nachts sehr leise auch rein und raus komme. Falls ich mal den Weg zum Waschhaus suchen muss, wecke ich nicht unbedingt die, die im Zelt schlafen. Im oberen Bereich ist natürlich auch hier ein Moskitonetz wieder versehen. Das heißt, auch da sollte es zu warm sein, kann ich wirklich komplett aufmachen und auch da nochmal für Frischluft sorgen. Ja, generell war es das eigentlich mit den wichtigsten Eigenschaften und Merkmalen zu unserem Springville 6 SA. Nicht vergessen, es gibt noch zwei weitere Springvilles, das Springville 4 SA und das Springville 5 SA, die sich dann natürlich in der Größe unterscheiden und auch wie die Schlafkabine aufgebaut ist. Das kann man sich natürlich online nochmal anschauen. Des Weiteren gibt es natürlich auch hier optionales Zubehör. Einmal den Zeltteppich, den wir hier gerade sehen. Das macht es natürlich sehr angenehm, wenn ich gerade abends barfuß im Zelt unterwegs bin, wenn die Kinder am Boden sind und spielen. Und es gibt natürlich auch eine Zeltunterlage, die ich ganz klassisch unter das eigentliche Zelt legen kann. Die schützt den eigentlichen Zeltboden. Und gerade nach langen Reisen, wenn man nicht mehr jeden Stein und jeden Ast beiseite räumen will, macht das absolut Sinn. Wenn das zu viel Informationen waren dann und ihr Interesse an dem Zelt habt oder an den weiteren Modellen in der Kollektion, dann geht doch bitte einfach auf unsere Homepage auf outwell.com. Da findet ihr alles das, was wir hier gerade euch erzählt haben. Ganz vielen Dank fürs Zuhören.